Sogar um Mitternacht sah man immer noch Frauen, Kinder und ältere Leute, die ohne Taschenlampen und ohne Hilfe versuchten, nach Mazedonien zu gelangen. Aber dort hat die mazedonische Armee sie dann gestoppt. Die griechische Polizei hat gar nichts gemacht. Sie sagten nur, ihr solltet nicht dorthin gehen, man wird euch die Einreise nicht erlauben. Aber eigentlich haben sie die Leute gehen lassen. Sie sind von der mazedonischen Polizei festgehalten worden. Heute Morgen haben sie dann rund 600 Menschen nach Griechenland zurückgebracht. Ursprünglich hatte Griechenland sie nicht zurücknehmen wollen, tat es dann aber doch. Die Polizei untersucht die Herkunft des Flugblattes. Gerüchteweise soll es von deutschen Aktivisten stammen. Andererseits ist hier nur eins sicher: Gerüchte verbreiten sich in Idomeni wie ein Waldbrand. Jeder glaubt hier alles. No one wants to stay here, but also no one wants to leave for other places across the country where new camps are being. Niemand will hier bleiben, aber es will auch niemand in andere griechische Flüchtlingslager umziehen. Die Leute wollen nah an der Grenze bleiben. Die Hoffnung bleibt. Sie sagen, vielleicht ist die Grenze morgen ja doch auf. Sogar gestern Abend war das so. Menschen wurden mit gezogener Waffe an der Grenze aufgehalten und sie konnten es nicht fassen. Einige waren schon seit 2 Wochen hier und konnten immer noch nicht glauben, dass die Balkanroute dicht ist. Sag. Was?